Ja, nochmal offiziell an uns zusammen. Nach dem Spiel in Heidenheim haben wir den Frust abgeschüttet und unter der Woche fokussiert gearbeitet. Trainer, was stand unter der Woche auf dem Programm? Worauf kam es an und wie geht ihr das Spiel morgen in Regensburg an? Das war eine kurze Woche, diese Woche, wo wir uns hauptsächlich erholen und regenerieren müssten. Regenerieren körperlich und vor allem mental. Und wir konnten in dieser Woche nicht viel arbeiten. Wir müssen sehr spezifisch an ein paar Sachen arbeiten und trainieren und auch Gegner analysieren. Das ist ein sehr guter Gegner, ein guter Drittligist, die sehr viel Qualität mit Ball hat. Die spielen sehr guten Fußball. Die haben gute offensive Ideen. Wir müssen da darauf achten. Wir müssen fokussiert sein. Wir müssen sehr wach in diesem Spiel reingehen. Und wir müssen auch ein großes Spiel machen oder ein sehr gutes Spiel machen, um es gewinnen zu können. Und das ist grundsätzlich, was am Freitagmorgen passieren muss. Was macht Ihnen Mut, was macht Ihnen Hoffnung nach den doch zuletzt schlecht gezeigten Leistungen? Selbst das auch mal ich frage. Also ich bin nicht derselben Meinung. Für mich war das ein gelungenes Spiel von uns. Wir haben fast 90 Minuten das Spiel kontrolliert. Halt ein Fehler in einem Standard hat das den Ausgleich gebracht. Das war natürlich sehr unglücklich und sehr, sehr schade für uns. Aber das war kein schwaches Spiel von uns. Wir müssen jetzt daraus lernen, dass wir den Fokus bis zum Ende in jedem Spiel halten müssen und keine einfachen Fehler machen. Herr Helber, Regensburg hat sehr viele Tore geschossen in der dritten Liga, aber auch sehr viele gefangen. Sind anfällig, vor allem auch zu Hause haben sie eine deutlich schlechtere Bilanz als auswärts. Spielt das eine Rolle? Also wir müssen hauptsächlich balanciert in dem Spiel sein. Offensiv müssen wir natürlich sein, wir werden das auch auf jeden Fall machen. Aber gleichzeitig können wir hinten nicht nachlassen, weil, wie gesagt, der Gegner Regensburg eine starke Offensive hat. Das muss man auch beachten und muss man auch fokussiert sein hinten. Deswegen insgesamt brauchen wir ein sehr ausbalanciertes Spiel. Nichts Verrücktes jetzt nach vorne, sondern ausgeglichen. Und irgendwas mit Hand und Fuß, wo wir offensiv sind, aber nicht die Kontrolle und den Kopf verlieren. Wie geht man mit der besonderen Nervenanspannung zu diesen beiden Relegationsspielen um? Das ist normal, dass so eine Anspannung in der Luft ist. Das ist normal in so einer Situation. Aber wir haben uns aufs Spiel konzentriert, auf den Gegner konzentriert. Eine klare Idee, den Spielern zu vermitteln, wie wir das Spiel angehen. Das war das Wichtige diese Woche. Ich habe jetzt spezifisch diese Woche nichts gelesen, auch kein Fernsehen gesehen. Dieser Stress, diese Anspannung, die haben wir jetzt nicht so miterlebt mittendrin hier im Training und in der Woche in den Abläufen. Und das können wir auch nicht kontrollieren. Deswegen haben wir uns nur darauf fokussiert, auf die Sachen, die wir kontrollieren können. Das ist unser Spiel, dass wir den Gegner analysieren, dass wir unser Spiel vorbereiten. Das ist ja das Wichtige. Und wie wir dann im Spiel defensiv gut stehen müssen und wie wir dann auch offensiv gefährlich sein können, das war das Hauptsächliche, was wir diese Woche gemacht haben.